Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zur Einheit Nummer 8 begrüßen, wo wir uns mit sozialen Netzwerken und Urheberrecht auseinandersetzen werden. Die Problemstellung: Wie steht es eigentlich mit dem Urheberrecht in sozialen Netzwerken? Wir besinnen uns wieder auf Werk und Urheber. Wir wissen bereits, dass jeder in Österreich Urheber eines geistigen Werkes, also einer geistigen Schöpfung, einer Erfindung sein kann. Und diese Schöpfung so gut als alles darstellen kann. Also Tonkunst, Filmkunst, Literatur, Skulptur. Auch die Möglichkeit, ein anderes Werk zu bearbeiten und dadurch ein neues Werk zu schaffen, besteht. Grundsätzlich der Urheber hat das alleinige Recht an der Verwertung dieser geschaffenen Werke. Diese geschaffenen Werke können auch Zufallswerke sein. Denken Sie zum Beispiel, Sie sind in der Schule, Sie schreiben eine Schularbeit, einen Aufsatz. Letztlich Ihr eigenes Werk. Sie können theoretisch über die Verwertung selbst bestimmen. Dazu flankierend müssen wir uns wieder mit den Providern beschäftigen und abermals mit dem Unterschied zwischen Access Provider, Content Provider und Host Provider. Den Access Provider können wir hier jetzt mal weitgehend ausblenden. Interessant sind für uns Content Provider und Host Provider. Content Provider ist bei sozialen Netzwerken nach dem Gedanken des Web 2.0 immer der User. Er ist der, der den Inhalt zur Verfügung stellt. Er befüllt das soziale Netzwerk erst mit Inhalten und er ist natürlich für seine Inhalte verantwortlich. Der Host Provider hingegen, also das Grundkonstrukt des sozialen Netzwerkes, der Anbieter des sozialen Netzwerkes, ist zwar ebenfalls verantwortlich, aber nicht aktiv. Das heißt, er hat keine aktive Prüfpflicht, sondern er muss nur dann tätig werden, wenn ihm bekannt wird, dass von einem Content Provider ein nicht legaler Inhalt eingestellt wurde. Der Host Provider ist eben für seine Inhalte nicht verantwortlich, für Drittinhalte unter Umständen, aber wie gesagt auch nur eingeschränkt. Und der Betreiber von einem Forum, von einem sozialen Netzwerk, ist eben immer als als Host Provider zu sehen, während der User an sich der Content Provider ist. Der User als Content Provider gilt damit letztlich auch, er ist nicht nur verantwortlich, das ist sozusagen vielleicht die negative Seite davon, die positive Seite, er ist natürlich auch für den Inhalt, so es seine eigene geistige Schöpfung ist, gilt er gegenüber diesem Inhalt auch als Urheber. Das bedeutet, der User ist einerseits für den Inhalt, den er hineinstellt, verantwortlich und andererseits mal grundsätzlich auch als Urheber von diesem Inhalt zu betrachten. Der Urheber, also der User, kann aber dieses Urheberrecht ja nicht übertragen, weil eine rechtsgeschäftliche Übertragung des Urheberrechts ist an sich nicht möglich. Das bedeutet, das Einzige, was er dem Host-Provider übertragen kann, dem sozialen Netzwerk, sind die Verwertungsrechte. Jetzt hat der Betreiber des Forums des sozialen Netzwerks die Möglichkeit, in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Nutzungsbedingungen das entsprechend vorzusehen. Das bedeutet, wenn der User dieses Netzwerk nutzen will, muss er diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen, diesen Nutzungsbedingungen zustimmen und in diesen Nutzungsbedingungen werden dann ebenfalls Vereinbarungen getroffen über die Verwertungsrechte. Als Beispiele, ich habe hier ausgewählt, zwar Facebook und Twitter und habe auch beide jeweils verlinkt, dass Sie das nachprüfen können. Sie sehen hier Facebook, weltweite Nutzung von Userbildern durch Facebook. Das ist das Verwertungsrecht, das Sie an Facebook abtreten oder bei Twitter. Weltweite Nutzung von User-Inhalten durch Twitter. Das bedeutet also, dass letztlich sowohl Facebook wie auch Twitter sehr großflächige Verwertungsrechte für sich in Anspruch nehmen. Was bedeutet das letztlich? Jeder ist für seinen Inhalt im Web einmal grundsätzlich selbst verantwortlich. Nach dem E-Commerce-Gesetz, mit dem wir uns schon beschäftigt haben, gibt es eine eingeschränkte Verantwortlichkeit je nach Provider-Typ, wobei der Content-Provider immer für seinen Inhalt am meisten verantwortlich ist. Und zumeist gibt es eine Abtretung der Verwertungsrechte in sozialen Netzwerken in deren AGBs. Das bedeutet also zusammengefasst, Sie als User sind zwar verantwortlich grundsätzlich, haben aber meistens die Verwertungsrechte an das entsprechende soziale Netzwerk abgegeben. Damit darf ich mich auch für dieses Mal wieder von Ihnen verabschieden. Dankeschön.